Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Cells. Ich entschuldige mich direkt mal, dass es heute so spät ist. Aber ich kam leider vorher nicht dazu. Ich kam gestern nicht dazu zu spielen. Weil ich zufällig Rocket League das erste Mal gestartet habe und mich das ein wenig zu sehr in den Bann gezogen hat. Und so dass ich es nachher dann bis irgendwie 2 Uhr morgens gespielt habe. Und deswegen kam ich nicht dazu, Dead Cells aufzunehmen. Und deswegen nehme ich es heute auf. Und heute, dadurch, dass ich gestern erst so spät schlafen gegangen bin, hat sich der gesamte Tagesablauf nochmal um 4 Stunden verlangsamt. Aber, ist egal, es kommt trotzdem was. Und wenn Interesse daran besteht, dass man sieht, wie ich bei Rocket League versage, einfach Bescheid sagen, was kriegen wir hin? Dann stehen sicherlich auch ein paar lustige Videos bei. Wann ist Janusknacker gut? Wenn das Opfer betäubt, eingefroren oder bewegungsunfähig ist. Also nie. Okay, der Multibogen macht einfach gar keine Crits, schade. Kurva! Ich will eigentlich nur durchkommen und die 40 Zellen ins Ziel bringen. Danke. Oh ja, Assassin's Dagger. Oh, geil. Das ist gut. Ich sehe einen Unsichtbaren. Aha, ich habe ihn. Easy. Ich muss nur die 40 Zellen ins Ziel bringen. Nur die 40 Zellen ins Ziel bringen. Hier ist doch irgendwo einer. Nee, ist gar nicht. Wow. Sobald der Teleporter kommt. Ja, perfekt. Okay. Gehe ich mal kurz zurück. Und hol mir das Croissant. Im Übrigen, ich versuche es möglichst wenig durchscheinen zu lassen, praktisch, aber. Ja. Gut. Ich versuche es möglichst wenig durchscheinen zu lassen, aber ich habe gar keinen Kaugummi im Mund. Und ich habe gemerkt, dass mein Mute-Knopf ja gar nicht mehr mein Mute-Knopf ist. Ein bisschen doof ist. Und mein Mikro hat ja gar keinen Mute-Knopf. Sondern den einzigen Mute-Knopf, den ich jetzt habe, der ist für Teamspeak und so. Und da ich aber gerade nicht über Teamspeak rede, ist es ein bisschen unnötig. Na, ist ja wurscht. Ich hoffe, man merkt es nicht allzu sehr, sonst muss ich das nachher noch stillschneiden. Darauf habe ich auch keinen Bock. Und nicht nur keinen Bock, sondern ist sogar ziemlich doof in dem Moment. Weil ich werde es ja heute noch rausbringen und das kriege ich nicht mehr hin, wenn ich das noch schneiden müsste. Ich nehme jetzt eine Folge auf, mach danach, gehe danach essen und dann versuche ich noch eine zweite aufzunehmen, dass ich für morgen oder was habe. Weil bis morgen wird der Computer bestimmt immer noch nicht da sein. Oh, warte mal, da war ein Story-Element. Und das habe ich übersehen. Nee, okay, das ist einfach nur, weil der Boden da so dick ist. Achso, Promenade, verdammt. Jetzt ist die Frage, gehe ich gleich zur Promenade? Worauf ich halt schon Bock hätte? Oder gehe ich zum Arboretum? Worauf ich halt auch Bock hätte? Oder gehe ich, nee, da gehe ich nicht hin, durch die Sewers wieder zum, da wo wir das letzte Mal waren, um dann das mit dem Blueprint zu probieren. Ich glaube, das kann ich nämlich ja mit dem, hiermit vielleicht die Tür öffnen. Es sei denn, ich habe das schon probiert und habe es schon wieder vergessen, dass ich schon probiert habe. Ja gut, der Shop hat nichts Spannendes dabei. Gehen wir einfach weiter. Einfach mal erstmal hier oben lang.
Nein. Heute nicht, du hässliches Viech. Danke. Nein. Heute tötest du mich nicht. Einfach die ganze Zeit nichts getroffen. So, Doppelballiste. Nice. Schaden tut es zumindest nicht. Hoppla. Ja, ich glaube, wir gehen dann zur Promenade of the Condemned, um uns das Blueprint zu holen, weil das ja recht easy ist. Das kriege ich wahrscheinlich auch noch hier mit einer Bosszelle hin, ohne komplett zu verrecken. Beim nächsten Mal probieren wir es dann mit dem Arboretum. Das ist ja was etwas Schwereres. Da war ein Unsichtbarer. Kommt her, schön beide hier runter. Hier oben war leider nichts mehr, okay. Nehmen wir die Kanalisation, da wollen wir nachher auch nicht hin. Es gibt nur noch einen Weg. Wo möglicherweise auch die Jägergranate dann ist. Das ist hier. Stimmt, die Minibosse könnten stärker sein durch die Jägergranate. Also durch das eine Bosszelle. Und fuck, hiernach kommt ja gar nicht ein Heilbrunnen, sondern er kommt erst danach einmal. Glaube ich. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, okay, hier müsste dann eigentlich nur noch das Arboretum sein, oder? Ja. Okay, Forschungsding ist an. Ach, da oben habe ich einfach einen Bereich übersehen. Ja, lustig. Passiert. Ja, gut. Auf geht's nach oben. Dann holen wir uns dann hier gerade die Granate. Die 3K haben wir leider nicht. Ja, dann kann ich die Granate auch gar nicht holen. Fuck you. Ich werde halt mit Garantie jetzt nicht mitnehmen. Mit Fluch. Weil ein Boss-Turn-Run ist dafür ein bisschen zu hart für mich. Hat sich irgendwas beim Spawn verändert oder warum muss ich den neu aufdecken? Also warum ist der nicht ganz aufgedeckt, meine ich so. Ach ja, stimmt, eigentlich müssten wir auch hier jetzt weiter können, theoretisch. Ui, so viele neue Möglichkeiten bieten sich. Okay, in dem Startraum hat sich nichts verändert, ne? Aber warum war der dann gerade eben nicht entdeckt? Ich schaue nochmal kurz hier beim Riesen vorbei. Forscherinstinkt. Yo! Bringt hier rein gar nichts, wie es aussieht. Okay, also da ist Lava. Und da komme ich wahrscheinlich immer noch nicht rüber, ne? Das Monster, das die Tür eingeschlagen hat, ist danach in die Lavagrube gestiegen. Das muss ich mir jetzt aber nicht auch noch antun, oder? Ne, ich hoffe nicht. Da komme ich halt safe nicht rüber. Okay, also hier bringt es halt immer noch nichts, da reinzugehen. Selbst mit der Schleuderreichweite bin ich halt immer noch nicht nah genug dran, um da überhaupt auch noch an die Tür zu kommen. Und da müsste ich ja noch darunter, an dieser Wand hängen bleiben und dann da... ich glaube, ich muss erstmal alle 6 Bosszellen haben, damit ich hier weiterkomme. Kommt mir so vor. So, Promenade der Verdammten. Dann gehen wir da mal hier rein. Holen uns die 3 geilen Schlüssel. Und dann holen wir uns das Blueprint. Und ich freue mich schon wieder auf die schöne Musik von der Promenade. Obwohl ich auch die Musik her mag. Ich mag die Musik hier überall. Wie gesagt, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Das klingt ja cool. Und dann gehen wir am besten als nächstes auf die Eisenarmbrust zu Ende. Nehmen sie auch direkt mit. Und dann speichere ich mir hier drauf, das klingt auch cool. So, die Krähenfeder. Setzen wir das da. Hä, ist ja übel cool. Vielleicht, damit kann ich sicherlich da unten rein, bei dem... Hä, ist ja übel cool.
Okay, es ist wieder so ein Zweierding. Dann nehme ich das Assassin-Dolch mal mit. Was genau macht das? Friert den Gegner ein. Verlangsamungseffekte nach dem Auftauen halten zweimal so lange an. Feucht durch gebohrende Bolzen ab, die kritische Treffer landen. Bolzen, die in gefrorenen Gegnern stecken, erhältst du zurück. Okay, also das und dann das. Okay, das sieht cool aus. Sieht so fast aus wie so ein Lasergewehr. Piu! Piu! Klingt auch so ein bisschen. Werden wir natürlich nochmal auf. Mehr Munition schadet nie. Auch nicht schlecht. Ja, hallo, Herr Mutation. Fangen wir wieder mit Ictaurus Deox an. Ich glaube, das werden wir jetzt noch mehr brauchen als sonst. Einmal heilen, die Medizin für Olen nachgefüllt. Und weiter geht's. Ja, gut. Vielleicht müssen wir tatsächlich dann in der ersten Stage die Krähenschwindung bekommen können, dann damit über die Lava laufen. Ansonsten werde ich mich das nächste Mal wohl nur da drin umbringen. Fuck. Nope, 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 nope. Du hast mich nicht gesehen, Junge. Geil. Die Waffe gefällt mir auch ganz gut. Ach du Scheiße. Ihr solltet mich nicht sehen. Ach, die Musik ist wieder schön. So schön gechillt. Das hat sogar übel einen Rückstoß, ne? Hoppla, direkt in den Schuss rein teleportiert. Muss man auch mal schaffen. Ah, oh, dieser durchbohrende Schuss ist cool. Oh, Blueprint für den Messertanz. Da hatte ich, glaube schon mal irgendwann haben verloren. Ach, verdammt, ich habe keinen... Oh, was? Wieso bin ich dann hier in den Stachel gestorben? Haha, du bist tot. Yeah. Ich kann vor allem mal entscheiden, wie schnell ich da runterfall. Ja, nice, die Krabbler nehme ich auch mit. Jetzt probieren wir dann gleich auch mal die Rabenschwingen aus. Armbrust ist ja auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Taktik. Ah, jetzt können wir hier rein, stimmt. Die Einsatztür, perfekt. Na, hallo Shopkeeper. Oh, du schickst mir aber auch gerade echt alles Schöne, ne? Den Schwarm lasse ich erstmal liegen, weil ich glaube, ich werde die Federn hier nach auswechseln wollen. Weil es halt eine Taktikwaffe ist und keine Überlebenswaffe. Deswegen wird es noch nichts für bringen. Ja, moin! Noch eine Eis am Brust. Das Spiel weiß genau, was ich schon habe und will es nochmal gehen. Ja, ich habe hier gerade Markenkaugummi im Mund, deswegen hört man es vielleicht ab und zu. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr. Das ist schön. Das wäre ganz nett. Wenn es nicht so penetrant nachher ist. Ich habe halt eben schon mal reingehört und wenn ich zu einer Mikro bin, dann merkt man es halt. Deswegen, ich hoffe, ich bin weit genug vom Mikro weg. Oh, sorry, Moment. Hallo, Gefangener. Dann ist aber kein Gefangener, dann ist eine Gefangene, eine junge Frau. Gefangener 6541. Sie hält etwas in der geballten Faust. Oh. Ist halt beides geil. Ich glaube, ich nehme das Goldomulett mit. Weil das hier ist halt... Macht halt an Bodengegner mehr Schaden, wenn die Bombe halt effektiver ist gegen Luftgegner.
Stimmt, theoretisch bin ich auch hoch, ne? Au, das war keine gute Idee. Hallo, Statue des Königs. Hey, die habe ich ja noch nie gesehen. Die Statue ist halt mittlerweile so alt. Verdammt, ich wollte ihn eigentlich da runterstampfen. So. Hat das Problem erledigt. Keinen Spaß darf man hier haben. Aua. Ich glaube, hiernach kommt ein Heilbrunnen. Das wäre zumindest angenehm. Yeah. Boom. Ich suche immer noch die nächste Rose. Da ist sie. Perfekt. Danke. Auch wenn du es nicht freiwillig gemacht hast. Danke. Und mehr Survival. AK Überleben. Easy. Zuerst mache ich die werden oben hier fertig. Easy. Dann geht's hier weiter. Feuer! Easy. Warum lässt mich hier keiner rein? Vier Bosse noch so. Na gut, kann ich nicht sehen. So, durch. Ja, perfekt, danke. Was auch immer hier zu finden ist. Ui. Ach nein, bitte nicht. Ich habe keinen Bock, Stachelball im Gesicht zu haben. Warum habe ich hier immer dasselbe? Also ernsthaft jetzt, ne? Das ist der zweite Pilzpimpf und das zweite, die zweite Leute, die sind da Granate in einem Gebiet. Ich sollte dann tatsächlich mal langsam hier die Rabenfeder probieren. Die wirklich so cool ist, wie sie behauptet zu sein. Okay, die ist verdammt cool. Okay, ich muss wieder weg. Hey, die ist ja ziemlich cool. Tatsächlich. Die haut rein. Okay, wir haben alle drei Gärtnerschlüssel, so gehört sich das. Ja, komm, stopp. Oh, Pergamente macht. Nimm mal mit. Hm, wie ist mit Überleben? Sonst würde die Rabenfeder noch mehr Schaden machen, weil ich dann drauf geskillt hätte. Dann wäre die ziemlich strong wahrscheinlich. Promenade ist hier im Übrigen nicht wirklich viel schwerer geworden durch die zusätzliche Bosszelle, ne? Oh, das erste Mal, dass wir hier durchkommen. Da, die Gefängnistiefen. Da waren wir noch nie. Vielleicht, also ich wollte ja eigentlich nur hier das, diesen Bereich machen, ne? Damit wir die drei Schlüssel haben. Aber ich könnte auch eigentlich direkt weitergehen in die Gefängnistiefen. Ah, jetzt lass mich doch mal hier hoch. Arsch. So, okay, man kann auf den Plattformen nicht fliegen. Das heißt, dafür ist es halt echt schlecht. Ich kann mich auch währenddessen hier nicht festhalten oder so, wie man sieht. So, komm her, Kleiner. Brav. Okay, hier oben ist niemand. Guck mal, ein neues Opfer.
Ist das asozial? Gar Killstreak. Easy. Ich fliege einfach über den Gegner und mach sie damit tot. Taktik. Jawohl, mehr auf die Feder geskillt. So gehört sich das. Mensch. Da fehlt noch eine Bosszelle. Ah, ich kann tatsächlich auch wieder auf den Boden, sehe ich. Cool. Aua. Okay, das war asozial. Aua, das war auch asozial. Zum Glück haben wir hinten auch irgendwo ein Crosshair rumliegen. Pff, ich will das Ding nur einfrieren, es wird instant weggemacht. Meine Fresse. Ja, das dauert so lange, bis der Schuss dann anfängt, ne? Der lädt sich halt irgendwie erst auf. Pow. Tag Team, ich friere den Gegner ein. Das Viech macht die kaputt. Okay, hier haben wir wieder den Moros der Verband, theoretisch. Oh, das ist gemein. Ich könnte jetzt entweder halt weitergehen zu dem neuen Gebiet, zu den Gefängnistiefen, oder zum Moros der Verdammten. Wo wir halt schon mal waren, aber wo wir theoretisch unser kleines Viech opfern können. Ja, zu beidem kommt man halt später so oder so nochmal. Also wir haben ja jetzt die Möglichkeit. Money! Und eine explosive Armbrust. Ja. Davon hatte ich schon gelesen, von der explosiven Armbrust. Ich weiß aber nicht, ob die stark ist oder nicht. Das will ich beides nicht haben. Nimm halt das hier gerade mit und verkauf's dann halt. So. Ich komm. Das ist so unmöglich mit den Krähenschwingen zu manövrieren, also in dem Areal ist halt richtig schlecht. Es gibt wahrscheinlich welche, da ist ziemlich overpowered, aber hier ist halt echt scheiße. Wenn du so ein Gebiet hast, was einfach nur die ganze Zeit flach ist, ohne viel hoch runter. Dafür ist es wahrscheinlich gut geeignet. Nein, jetzt. Ach, fuck you. So. Oben ist niemand, gut. Und hier können wir wieder zu den Grabkammern gehen, worauf ich auch wenig Interesse, worauf ich auch wenig Lust gerade habe. Das heißt. Ach, gehen wir einfach in die Gefängnistiefen. Das ist ein neues Areal, dann wird es kennen, werden dort sterben. Alles easy. Eigentlich wollte ich in die Black Bridge wieder, um den Standardboss zu bekämpfen, weil darauf habe ich Bock, weil der easy ist und sehr freundlich. Aber dann gehen wir halt jetzt hierher. Nicht geschafft. So schade. Na. Okay, Messertanz als Fähigkeit, ne? Ja, tatsächlich hier Kräfte da. Ja, nichts so krasses, ne? Da würde ich eher noch auf die Nerven mit Drahtseil gehen oder das hier. Machen wir einfach die explosive Armbrust weiter. Bin gerade so schon bei den Armbrüsten dabei. Das lohnt sich einfach. Das kann nur besser werden. Ach, jetzt habe ich sowohl das Croissant als auch den kleinen Schwarm da vergessen. Predator. Das wäre auch nice.
Aber dafür müssen wir einmal Taktik spielen. Dann, also das nächste Mal mache ich wieder Taktik und dann hole ich mir das. Bis dahin versuchen wir es mit der Nekromantie. Fuck, ich dachte, hier wären voller Heilbrunnen. Scheiße. Das werde ich nicht überleben, das kann ich jetzt schon sagen. Aber hier waren wir noch nie. Neues Areal, wir werden sterben. Nein? Neues Areal, mit Garantie nicht? Vor allem vor einem Boss oder was? Hä, okay, hier kommt kein Boss. Hallo. Na? Schade. Aua. So. Immerhin ein paar Leben behalten. Okay, ich glaube, der Run ist jetzt schon entschieden. Weitestgehend. So, easy. Hier ist doch wieder dieser Nebel, der halt alles wahrscheinlich unsichtbar macht. Ja, der wird von dem Typen da hinten ausgelöst. Jetzt geht er weg. Ja, der macht alle anderen Gegner außerdem unsichtbar. Abgesehen natürlich von denen, die unten schon unsichtbar sind. Einfach alles immer präventiv mal abschießen. Piu. So, ja. Danke, Kleiner. Okay, hier kommen wir her. Okay, gerade eben habe ich nur nach dem Überleben geguckt, aber anscheinend kann man das sogar schaffen. Also, wenn man nicht einfach direkt in alles versehentlich reinspringt. Was für ein hässliches Viech, Alter. Das sieht auch wieder so einem Artillerieviech aus. Sag mal, kann ich mir meinen Crit machen, Kleiner? Das nervt. Der hört halt immer, sorgt immer dafür, dass die entfroren sind. Und dann kann ich die nicht mehr einfach wegcritten. Ach du Schande. Okay, da war es gerade richtig gut, dass der hier, der Schuss, der durchdringende Schuss halt einfach da war. Der hat genug, glaube ich, in einem Schlag immer gemacht. Weg mit dem Kerl. Hier oben war nichts mehr, ne? Doch. Ha. Oh nice, sogar noch Leben. Gut, so. Weg mit denen. Tja, der brennt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du nur eingefroren. Ist angenehmer, ne? Okay, unten haben wir wieder einen, der unsichtbar macht. Da sehe ich ihn. Machen wir einfach die beste Taktik aller Zeiten. Präventiv überall hinschießen mit Eis. Und der Kleine schubst alles weg. So, kurz warten, bis der Nebel weg ist. Die Musik ist einfach nur ein Remix von einer anderen Musik, ne? Das ist die normale Prison-Musik, oder? Auf jeden Fall von irgendwas ist dir das nur ein Remix. Aber ist trotzdem nice. Okay, hier waren wir schon. Hier geht's nicht weiter. Perfekt. Oh, cool. Neue Waffe. Kriegsspeer. Das könnte auch lustig sein. Wenn wir denken, wie viel Spaß ich schon mit der symmetrischen Lanze hatte.
Ja, machen wir gerade erst den hier fertig. Ich sehe, da unten ist noch irgendein schöner Raum oder sowas, aber... Okay, der ist weg. Perfekt. Heißt hier rechts geht sogar weiter. Perfekt. Also alles richtig gemacht. Ein Shop, Hallöchen. Na? Die Feder. Ja, nice. Kann ich nicht brauchen, weil ich schon eine habe. Aber apropos Feder. Ah! Na? Macht Spaß, gesippt zu werden. Perfekt. Da oben ist wieder irgendwer unsichtbar aus. So, sehr gut. Easy. Oh, Killstreak. Hier in diesem Bereich ein Killstreak. Krass. Vor allem, wie einfach nicht drauf reagiert. Obwohl der theoretisch sogar noch groß genug wäre. Um mich wegzumachen. Viel zu einfach. Die Krähenfeder ist aber schon cool. Da leuchtet was. Das ist wahrscheinlich wieder sonst von den Kackportalen. Ja. Herausforderungsportal. Da bekomme ich am Anfang immer irgendein schönes Loot, ne? Diesmal mache ich sogar zuerst. Weil die Truhe... Ach, die bringt nur 10, oder? Ne, die bringt auch ein bisschen anderen Kram. Das könnte ich halt auch für den Rest des Levels brauchen. Minus 5% Schaden. Mehr Leben durch die andere, durch den anderen Skill. Selbe mit dem Brand und Schaden durch Geschoss wird reduziert, was halt auch übel gut ist. Und direkt hier das auch noch dazu. Easy. Einfach an der Wand festhalten. Hey. Wenn ich mich an der Wand festhalte, zieht er sich sofort wieder hoch. Kein Forscherinstinkt hier. Schade, schade, schade. Halt, da oben sind wieder die Kackdinger. Okay, bis jetzt sogar ohne Schaden durch. Ah, verdammt, nicht ganz ohne Schaden. Naja, aber es hat trotzdem gelohnt, würde ich sagen. Das, was dann zusätzlichen Max-Leben haben und verringertem Schaden, ist doch nicht schlecht. Und es scheint so, als ob ich doch dieses Areal hier überleben würde. Ja, wir sind einfach schon durch. Die verfluchte Truhe am Anfang nicht genommen, wir sind schon durch. Haha. Perfekt. Mm. Oh, cool. Noch mal ein Raum mit Loot. Ach ne, hier kommt es zur alten Kanalisation. Stimmt, das heißt, ich könnte von hier aus dann auch wieder rübergehen zu dem anderen Bereich. Verdammt, ist das... Also der Bereich gefällt mir ziemlich gut. Das sind leider Brutalität beides. Das ist da unten... Sonst halt alles nicht. Den Seifer ist halt alles scheiße. Ja, komm, gehen wir halt hier unten hin. Da kann ich vielleicht mit dem Item noch was anfangen. Weil ich dann jetzt die Krähenschwingen theoretisch dafür austauschen kann. Dann machen wir das mal, weil dann kann ich auch das erste Mal jetzt dann dieses Teil hier verwenden. Weil ich es ja noch nie eingesetzt habe. Ich habe schon gehabt, aber nie eingesetzt. Okay, die anderen Schlüssel haben wir anscheinend nicht bekommen. Zu schade. Oh, ich bin so langsam. Ich habe keinen Kill Rush mehr. Okay, gehen wir erstmal hier hoch. Der Morast der Verbannten. Hä, das heißt, da können wir immer noch hingehen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen gerade die Prison Deaths nur dazwischen geschoben. In die Katakomben. Ich mache den Morast der Verbannten. Vielleicht können wir von da aus dann auch nochmal weiter zu dem, wie heißt das Ding denn? Meine Fresse. Nachdenken. Zu dem schummernden Heiligtum, wo wir die zusätzliche Blueprint bekommen müssen.
Fortschritt über Fortschritt hier. Kriegssperr abgegeben. Den nehmen wir mit. Den will ich nämlich ganz gerne ausprobieren. Ansonsten haue ich weiter die explosive Armbrust rein. Okay, das ist cool. Werden wir auf. 20% Schaden mehr. Kann nicht durch gegnerische Angriffe unterbrochen werden. Schießt einen Pfeil in die Blickrichtung. Kann man alles brauchen. Was nehmen wir hier mit? Am besten innerlich tot. Obwohl die Nahrung halt schon ziemlich wichtig ist, aber einfach wieder für den Endboss. Und endlich ein richtiger Heilbrunnen. So. Arboretum müssen wir leider heute nicht machen. Ich mag es immer noch sehr gerne. Vor allem das Arboretum hat, glaube ich, so die freundlichste Musik im ganzen Spiel. Komm her, mein Kleiner. Fuck you. Ja, okay, diesmal, das letzte Mal haben wir mit dem Assassin-Dolch ja gar keinen Schaden gemacht. Jetzt habe ich ihn zwar auch nicht verwendet, aber wir haben halt deutlich mehr Schaden gemacht. Ah, fuck. Stimmt, die hässlichen Viecher existieren auch noch. Das nehmen wir direkt mal mit, das Geheimnis. Ein bisschen Essen brauchen wir. Ach, warte mal, stimmt, hat ja gar keinen Effekt mehr. Ach. Hey, stimmt's aber eigentlich. Ja, yo, ich werde einfach durch die Nekromantie, durch das innerlich Tod, werde ich nicht mehr geheilt. Ist ja richtig kacke. Dann müssen wir beim nächsten Mal unsere Skills einfach alle resetten. Das Problem hatten wir schon letztes Mal, dass wir nicht geheilt wurden. Durch die Nekromantie. Der Raum. War das nicht letztes Mal schon so ein komischer leerer Raum? Hier ist halt aber echt nichts, ne? Was ein Kack. Dann gehe ich zuerst hier links durch, mache den Bereich hier links fertig. Danke. Und dann machen wir beim nächsten Mal den Reset von. Gehen von dem innerlich Tod weg und machen dafür Nekromantie. Oder umgekehrt. Lila! Easy. War hier was? Nee. Zu schade. Nice one. Sehr gut. Weg mit denen. What? Jetzt werde ich doch wieder durchgeheilt oder was durch die Nekromantie. Was ist da los? Wie komme ich da rein? Ich will zu dem, was auch immer das ist. Von rechts. Von rechts komme ich da rein. Von dem Story-Element-Raum. Das keine Erklärung hat, gar nichts hat. Hey, warum werde ich jetzt nicht mehr geheilt? Wo ist das? Was passiert hier? Ich probiere es erstmal von hier aus, ob ich in diesen da tatsächlich reinkomme. Tatsache. Eine Leiche. Einer von ihnen scheint entkommen zu sein. Weiter hat es der arme Teufel aber nicht geschafft. Oh. Da sind ja noch ein paar Reste.
Was für ein Glück, dass wir gerade ohnehin nichts mit dem Essen haben können. Aber vom Siechtum befallen hieße. Also mit, ich glaube, das ist durch die Bosszelle 1, können wir auch von Siechtum befallenem Essen finden. Und dann kriegen wir halt Siechtum. Ja, cool. Immerhin das haben wir gefunden, wenn wir schon sonst in diesem Raum hier nichts finden. Nee, war halt wirklich nichts, oder? Anscheinend hatten wir beim ersten Mal, als wir drin waren, irgendwie ein kleines Story-Element. Einfach so zwei Speerkämpfe, die aufeinander zuchargen. Nein. Aber jetzt heile ich mich wieder, okay. Wo noch immer, dass die um ganze Zeit scheitert. Wie habe ich da noch Schaden bekommen? Ich war schon lange außer der Reichweite. So. So, easy. Ha, haben wir zuerst gekriegt. Hab euch auch zuerst gekriegt. Und euch auch. Oh, warte mal, da war doch was. Nee, okay. War nur hier Dekoration. Ich dachte, das wäre wieder so ein Portal im Boden. Gib mal her. Mehr Heilung. Easy. Kriegt zwar die ganze Zeit Schaden, aber es heilt. Ich heile mich halt immer noch genug. Aber da entsteht momentan kein Problem. Neuer Pilzpimpf. Stufe 6 statt Stufe 4. Machen wir. Jetzt habe ich wieder zwei Pilzpimpfe. Nee, ach so, der eine verschwindet dann automatisch. Schade. Okay, dann haben wir den gesamten Bereich auch wieder erkundet. Da unten gibt es keinen Weg hin, ne? Doch, gibt es einen hin. Okay, das heißt, das ist da wahrscheinlich der nächste Bossraum. Also von diesem komischen Viech da. Gehen wir erstmal weiter in die andere Richtung. Als ob wir hier verbesserte Spartaner-Sandalen haben. Hayabusa-Stiefel, okay. Das ist wahrscheinlich so was in die Richtung. So. Hierfür brauche ich wahrscheinlich dann die drei Bosszellen. Okay, hier ist nichts mehr weiter links. Werden wir auch gleich danach sehen, wenn wir die. Nein! Ich trete keinen verfluchten Schatzstone mehr. Das letzten paar Male habe ich schon. Also, ich habe schon die Jägergranate wegen dem Fluch nicht mitgenommen. Das mache ich jetzt nicht dann mit einer Schatztruhe. Neuer Bereich. Geil. Was haben wir hier? Eine Truhe. Nice. Mit der Feder. Ja, komm. Stufe 5er Feder nehmen wir mit. Da oben gibt's nichts. Okay, hier oben haben wir dann wieder alles. Das heißt, es geht nur noch nach links unten. Perfekt. Einfach in beide Richtungen schlagen. Geht auch. So. Ups, das war zu weit. So. Genau hierhin wollte ich eigentlich nur. So. Jetzt sind wir ein wenig zu weit leider schon. So problematisch ist ja nicht, aber. Perfekt. Ach komm schon. Weißt du, da will man zu dem hin, dann haut der einfach ab.
Danke. Okay. Das nächste Viech. Ist das dumm? Das ist halt einfach übel geschummelt. Also es war halt wirklich gerade. Ich habe mir einfach über den drüber gestellt und der konnte nichts mehr machen. Okay, den widerlichen Gestank. Den kennen wir schon. War ja sonst noch irgendwas mit dem Rohr? Ja, hier. Ja, das, ach so, stimmt, das war das Rohr, das uns wieder in die Prison Cell führt. Danke. So, weg mit dem. Perfekt, weg mit denen. Okay, ich habe noch nicht mal Schaden von dem bekommen. Oh ja, sehr gut. Das ist dasselbe wie vorher. Nur, dass wir halt statt Schaden von Geschossen eine Bombe legen. Also den Schaden von Geschossen abziehen finde ich cooler. Aber was will man machen? Man kann halt nicht alles haben. Okay, hier kam schon her. Ach fuck, da hatte ich gerade so einen schönen Killstreak. War glaube ich ein 30er, ne? Das wäre ein Anfang gewesen. Nein, Schwerkampf, gewinne ich. Oh ne, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken auf die Karte, ob wir irgendwas, ja. Forscherinstinkt sagt uns, nur den einen Gegner da rechts übersehen. Und nicht mehr übersehen, der hat es einfach nur verpisst. Feige Sau. Es gibt nur einen Ausgang, ne? Das ist der. So. Hier ist jetzt das mit dem Pilzpimpf. Ein neuer Jünger. Diese religiös anmutenden Symbole scheinen einer heiligen Mutterfigur gewidmet zu sein. Und den Betrachter seltsamerweise auch zum Konsum von Wein anzuhalten. Ja? Willkommen in unserer bescheidenen Kapelle, Bruder. Bist du bereit, dein Opfer zu erbringen? Beweise deine Hingabe. Okay. Mutter, beschütze dieses verlorene Kind. Das Opfer! Ja? Ja? Okay, das kennen wir aber schon, das, was der jetzt sagt. Tier, dein Opfer wurde angenommen. Mama hat dich gesegnet. Mama vor allem. Ein Wunder. Es ist ein Wunder. Achso, der ist jetzt sogar komplett weg, ne? Hier, RC ist leer. Wir brauchen mehr Opfer. Mehr Opfer. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Mehr. Danke. Okay. Was auch immer das jetzt gebracht hat, wir sind unseren Pilzpimpf erfolgreich losgeworden. Dass es jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht, aber wir sind ihn losgeworden. Ich hätte ganz gerne behalten, aber trotzdem. Der letzte Treffer fügt allen Gegnern um dich herum Schaden zu und stößt sie zurück. Sie erleiden 133 Schaden. Ja gut, das ist nicht so toll. Wir können uns jetzt tatsächlich nicht eine Mutation, sondern eins von den Dingern hier holen. Für 50 Zellen, weil jetzt habe ich einen Slot gerade frei. Der tellurische Schock kostet zu viel, das heißt, bleibt nur noch gewaltige Granate oder der Zermalmer übrig. Der Zermalmer klingt lustig, den nehmen wir. Und den Rest
packe ich wieder in die explosive Armbrust rein. Perfekt. Ja, ich will das gleich mal in Action sehen. So, werten wir das Ding noch auf. Verbrennt nach Zerstörung den Boden. Die Überreste der Opfer explodieren. Gefällt mir. Hallo? Na? Teilen wir jetzt erstmal eine Fiole rein, dass wir wieder fast voll sind. Nehmen die andere mit. Es läuft verdammt gut, ne? Also, normalerweise wäre ich halt schon lange tot. Beim ersten Boss-Zeilen-Run haben wir es ja gesehen. Und das hier war viel. Das ist bis jetzt viel, viel nicer gewesen. Ich komme hier wieder hoch. Ich komme hier wieder hoch. Wenn ich will. Ich glaube aber nicht, dass ich darf. Bist du die Mutter? Hallo. Oh lol. Der Boss ist weg. Ich habe den Boss besiegt, indem ich einfach das Opfer tatsächlich gebracht habe. Der Pilzpimpf. Ah, yo. Also es ist praktisch ein Zoll. Ich habe einen Boss geskippt. Ist das dumm? Vor allem in 15 Minuten durchkommen. Ich habe 32 Minuten gebraucht. Aber so kann man halt auf jeden Fall den Boss überspringen. Lustig. Na? Nee, heute werde ich bei euch nichts aufhören. Ich habe halt... Also ich habe gerade eigentlich nur ein Areal komplett geskippt, indem ich halt das Opfer-Outfit... Viele Wege führen zum Tod deines Gegners. Einer davon sogar über die Leiche eines Unschuldigen. Die beiden hätte ich ganz gern noch. Die restlichen finde ich jetzt nicht so spannend, aber die beiden will ich auf jeden Fall freischalten. Okay, also wir haben einfach nur einen Blueprint da gerade bekommen. Und sogar eine volle Heilung. Ey, komm. Für so einen Boss-Zeit-Run, wenn es halt richtig schwer ist, ist das wahrscheinlich ziemlich cool. Ufersiedlung oder was haben wir hier oben? Hab da. Sturm ins Heiligtum? Ne, der Friedhof. Den kenne ich nicht, da war ich noch nicht. Aber ich würde trotzdem sagen, das war's für diese Folge. Ich gehe jetzt gleich rein. Also jetzt gleich heißt nach dem Essen. Aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao.